Jo Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu einer der letzten Folgen hier im Jahre 2019. Es dauert nicht mehr lang, dann können wir das Jahr 2020 begrüßen und ich kann euch jetzt schon mal anteasern, Freunde, es wird sehr, sehr geil. So, was habe ich hier Schönes? Ich habe hier einen Pistenbully, den ich ja aktuell nutze für unsere Bergwacht bzw. Bergrettung, so kann man das ja nennen. Bergrettung heißt es hauptsächlich in Österreich, wird aber auch insbesondere in Bayern oft genutzt, dieser Begriff. Aber ich habe viele, viele Fahrzeuge schon auf Google-Bilder und auch in echt gesehen, in zum Beispiel Bad Tölz, dort die Ecke, wo es dann halt Bergwacht heißt. Ne? So, okay. Fahren wir jetzt einmal zu unserem Skilift. Diesen Pistenbully findet ihr übrigens auch auf baustellenmods.de, allerdings nicht in komplett rot, sondern er sieht etwas anders aus. Ich kann es euch einmal kurz zeigen. Wir gehen hier auf Großtraktoren und normalerweise hat er so einen Blau-Orange-Skin. Wer sich den ändern möchte, muss einfach nur in den Texturordner gehen und kann dort dann die Farbe dementsprechend auf rot ändern. Ja, so schaut das auf jeden Fall aus. Und den Schneepflug und den passenden Salzstreuer dazu, den findet ihr dann auch auf baustellenmods.de. Von Hauer ist der, den gibt es aber auch sonst bei Realismus Modding auf der Website, die diesen wunderbaren Seasons Mod entwickelt haben. So, können wir hier ein bisschen Salz streuen. Ihr seht, das geht auch weg. Dieser Schnee hier, das ist sehr cool. So. Können wir hier wenigstens für freie Straßen sorgen. Das ist ja auch schön, dass das jetzt funktioniert. Ich glaube, wenn zu viel Schnee da ist, funktioniert das nicht. Das haben wir ja schon ausprobiert letztes Mal. Da hat es leider nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellten. So. Können wir hier auch einmal ein bisschen Salz streuen. Hier im Dorf selbstverständlich auch. Und dann stelle ich euch jetzt gleich nochmal einmal unsere Bergwacht vor. Und es wird dieses Fahrzeug selbstverständlich auch zum Download geben. Jetzt fragen sich bestimmt alle, und wann? Wie wär's denn mit jetzt? Okay. Also, wenn ihr Bock drauf habt, dass noch eine weitere Version online kommen soll, dann gebt dem Video jetzt einen Daumen nach oben. Wieso steht hier ein Auto auf der Straße? Hä? Okay, interessant. Und wenn du noch nicht Abonnent von meinem Kanal bist und noch nicht bei der Feuerwehr Königsberg mit dabei bist, dann drücke jetzt einfach kostenlos auf Abonnieren, um der Feuerwehr Königsberg beizutreten und auch ein Teil dieser wunderbaren Community zu sein. So, okay, wir machen das mal eben hier fertig. Oh, jetzt haben wir gerade jemanden überfahren. Das hat auch keiner gesehen. Ja, jetzt haben wir doch schon wieder einen Unfall gebaut. Das gibt's doch gar nicht. Habt ihr das gesehen, Freunde? Jetzt hat es so viel geschneit, dass wir schon wieder alles wegstreuen müssen hier. Wollte schon wegschieben sagen, aber wir sind ja gerade gar nicht am Schieben, wir sind ja am Streuen. Und jetzt geht das zum Teil gar nicht mehr weg, weil schon wieder zu viel Schnee da liegt. Ist das ein Pech. Oh Mann, ihr seht es schon hier. Da haben wir aber echt Pech. Also hier geht es noch so gerade, aber nicht alles. Ach, ja, das passiert auch mal den Besten. So ist das leider. Ja, hier kriegen wir es zum Beispiel nicht mehr weg. Ach, da hätten wir wirklich schneller sein müssen. Schade. Schade, schade, schade. Gut, Freunde, dann holen wir uns jetzt einmal hier... Oh, jetzt haben wir sowieso kein Salz mehr. Ehre. Läuft. Gut, dann holen wir uns jetzt mal kurz hier unseren Sprinter. Nicht wundern, ich habe noch die etwas ältere Version hier drin. Das heißt, ihr habt hinterher ein anderes Shop-Bild, weil aktuell hier THW, das passt ja nicht. Aber das wird noch geändert und dann steht da dementsprechend auch Bergwacht Benny. Dann habt ihr hier Bergwacht Königsberg, stationiert bei der Bergwacht Bayern und könnt dann ja hier auswählen, ob ihr lieber Xenon-Scheinwerfer haben möchtet oder Halogen. Ich empfehle euch Xenon, insbesondere bei diesem Schneetreiben und dann holen wir uns den jetzt einmal hier vom Händler ab. Und ich zeige euch sofort auch noch das Fahrzeug, das ich gerne umskinnen möchte. Ihr könnt mir gerne auch Feedback dazu geben und sagen, ob ihr darauf Bock habt. Lustiger Fun Fact nebenbei, das Schneeschild ist leider nicht so tief, also es geht leider nicht tiefer. Dementsprechend kann man mit dem Pistenbully nicht so gut Schnee schieben, ihr seht es, ne? Das hängt so ein bisschen in der Höhe. Wenn der Schnee höher ist, klar, dann geht es, aber so ist es etwas schwierig. Gut, dann laufen wir da jetzt einmal hin
Und hier seht ihr ihn auch schon, Bergbach Königsberg. Ich habe ihn euch ja schon im letzten Video gezeigt. Blaulicht geht auf Position 1 an auf der Tastatur und Martinshorn auf Taste N. Für die, die jetzt fragen, gibt es den auch für PlayStation oder Xbox? Leider nein, die Mods funktionieren wegen der Skripte unter anderem nicht auf PlayStation oder Xbox, sondern nur auf Computer und Laptop, da das auch oft gefragt wird, da das ja eigentlich im Prinzip sowieso dasselbe ist. Dann sagen wir eher für die Zukunft auf Windows und Mac funktioniert das. Also, ja gut, Windows und iOS muss man dann schon sagen, wenn es fachlich richtig ist. So, ja, der wird uns auf jeden Fall auch noch treue Dienste leisten und ich finde ihn wirklich sehr, sehr schick. Und ich habe hier noch ein weiteres Fahrzeug, was ich auch mal kurz zeigen möchte, wo ich dementsprechend den Skin machen möchte. Das hier ist von Chichak. Ein Subaru Forester. Gut, der Nerox hier hat eine Polizeiversion rausgemacht, die ganz schick ist. Bis auf das BMW-Logo, was ich immer noch nicht so ganz verstehe, wieso das da drauf ist. Aber das wäre so der Plan, dass dort dann auch eine Bergwacht-Version kommt. Weil ich habe mir meine ganzen Fahrzeuge angeguckt, die ich hier drin habe. Und ich habe jetzt kein Fahrzeug gefunden, was so geländefähig oder geländetauglich ist wie der Forester. Ihr seht ihn ja hier. Nein, das ist nicht der Forester. Das war doch nicht der richtige Forester. Das war die G-Klasse, aber klar, Toyota Land Cruiser und so weiter geht halt auch. Aber das hier ist ein Mod, der halt wirklich auch eine Textur hat, beziehungsweise eine UV-Map, wo man dann auch dementsprechend was skinnen kann. So, wir mieten uns den noch einmal. Ihr kennt ihn ja vielleicht. Den gibt es auch auf baustellenmods.de. Und ja, da muss ich einfach mal gucken, dass ich dann da auch eine Version fertig mache. Wenn ihr darauf Bock habt, wie gesagt. Oh. Ups, was habe ich denn jetzt gemacht? Ach so, ich habe einen Mod drin, der dafür sorgt, dass es dunkel wird, wenn man auf Taste 0 drückt. Auch sehr schön. Ja, wir machen mal kurz Folgendes. Ihr seht schon, das war jetzt die G-Klasse, die hier gerade so einige Fehler reinhaut. Weil die ist nämlich nicht konfiguriert. Ihr seht es ja hier, ne? Ich glaube, ich weiß gar nicht, was bei dieser G-Klasse überhaupt funktioniert. Eigentlich nicht viel. Also der hat auch noch die Subaru Felgen und sie wurde halt noch nicht angepasst. Ne? Ich habe sie einfach mal getestet, ob sie hier im LS19 ganz gut ausschaut. Wir können sie auch mal kurz mieten. Ja, dann können wir sie auf Thumbnail packen. Ah, die hat sogar eine funktionierende Umleuchte. Schick! Sonst funktioniert hier nichts. Achso, der hat ja auch noch die Coronas. Ach, Coronas sag ich schon. Die Static Lights von dem Hyundai. Ja, schön. Das ist doch toll. Komm, dann fahren wir den auch mal hoch. Also der hat ja dasselbe Fahrverhalten. Sieht auch nicht schlecht aus, muss ich schon dazu sagen. Ich finde diesen bösen Blick extremst cool. Das passt ja super. Naja, den gibt es hier erstmal nicht. Also es ist aktuell nicht geplant, diese G-Klasse zu releasen. Vielleicht demnächst mal, aber mal gucken, ob wir das machen. Ja, aber wie gesagt, planmäßig wäre halt hier der Subaru Forester. Ohne BMW-Logo dann, der dann als, ja, Bergrettung, Bergwacht, wie auch immer ihr es nennen möchtet, dann fungiert und dafür auch genutzt werden kann. Ne? Weil ich glaube schon, insbesondere für diese ganzen Skigebiete hier ist es ein cooler Mod, auch wenn jetzt aktuell noch Polizei draufsteht, kann man damit auch wirklich durchs Gelände fahren. Ich meine, das liegt ja sowieso nicht dran, was für eine Lackierung der hat, aber ihr wisst, was ich meine. Dann sieht das auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Wir können es gerne mal ausprobieren. Es gibt hier nämlich einen Skilift. Da bin ich vor kurzem mal hochgefahren mit dem Sprinter und da können wir das gerne auch mal ausprobieren. So als kleine Challenge. Da habe ich nämlich einen Instagram-Post gemacht auf Bauhof Weber. Also Bauhof Weber hat ja auch einen Instagram-Kanal für die, die den nicht kennen. Und das sah schon echt schick aus. Aber warte mal, jetzt haben wir, glaube ich, etwas verpasst. Richtig. Und zwar die Einfahrt. Die ist nämlich hier. So leicht versteckt sieht man gar nicht, wenn man hier so viel Schnee liegen hat. Wobei es auch nicht so viel Schnee ist, ne? Gut, wir switchen uns nochmal kurz zum Sprinter und holen den auch mal eben. So. Klar, die G-Klasse, die kommt da hoch. Auf jeden Fall, aber wir probieren es auch mal kurz mit dem Subaru aus. Und dann nochmal mit dem Sprinter eventuell. Könnte man in einer V2 des Sprinters noch eine Konfiguration hinzufügen, und zwar Schneeketten. Das wäre eine Möglichkeit. Insbesondere hier für die Tiroler Alpenwelt wäre das, denke ich mal, ganz cool. Aber da gucken wir mal, was man da Schönes machen kann, ne? Gut.
fahren jetzt mal hier weiter. Und ich kann euch schon mal vorwarnen. Wow! Das war knapp. Ab dem 01.01.2020, was ja nicht mehr lang hin ist, wird es was sehr, sehr Schönes auf meinem Kanal geben. Also 14 Uhr am 01.01. einschalten. Dort werdet ihr bestimmt auch wieder wach sein, weil Silvester geht es ja etwas später ins Bett. So. Okay, dann fahren wir einmal mit dem hier hoch. Ich bin gespannt, ob ich das hinbekomme. Insbesondere hier. Also ihr seht, es ist schon etwas schwierig. Skiregion Kreuzjoch. Jo. Seilbahn, Kreuzjoch. Der ist ein bisschen hoch. Warte mal, ist das dieselbe Uhrzeit? Nee, würde schon sagen. Wäre schon lustig. So, Seilbahn, Cable Railway. Jo. Dann fahren wir da jetzt einfach mal hoch. Ich muss wirklich dazu sagen, es liegt noch nicht so viel Schnee, Freunde. Deswegen haben wir echt Glück und kommen ja auch einfacher hoch, weil normalerweise liegt hier sowas von viel Schnee. Das ist echt nicht schön. So, ich glaube, das war die Berghütte ganz da oben. Genau, da fahren wir einfach mal hin. Können wir da ein prima Thumbnail machen. So. Ich finde, die Map ist wirklich sehr, sehr schön und sehr gelungen, aber ohne Seasons Mod würde ich sie jetzt nicht unbedingt spielen, weil es dann halt nicht schneit, ne? Und mit Schnee macht diese Map auf jeden Fall viel mehr Spaß. So, ihr habt es gesehen, wir haben es auch geschafft, hier ohne Probleme hochzukommen. Und dann holen wir jetzt noch den Sprinter mal eben. Und dann haben wir beide Fahrzeuge hier oben, die wir dann erstmal, ja, sag ich mal, bei der Bergrettung bzw. Bergwacht haben, ne? Genau. Ja, und den Pistenbully, mal gucken, ob der auch noch ein Blaulicht bekommt. Wobei ich das eher nicht machen würde. So, da kommt noch ein Rettungshubschrauber gerade von der Rettung hoch. Ja, wahrscheinlich wieder irgendein Wanderer vermisst. Keine Ahnung. Die sind ja manchmal hier in den Bergen unterwegs. So, jetzt haben wir hier die Bergwacht, Königsberg. Und fahren damit auch einmal den Berg hier hoch. Aber auch da sollte es eigentlich keine Probleme geben. Also, der hat ja auch Allrad. Klar, es gibt jetzt vielleicht noch schönere Wege hier hoch. Müssen wir mal gucken, wie das ausschaut, wenn hier kein Schnee liegt. Weil ich kenne jetzt nur querfeldein. Und das müssen wir halt testen. Aber ihr habt ja nicht nur das eine Skigebiet, ihr habt ja mehrere Skigebiete hier. Deswegen, aber ihr seht auch, wir kommen hier echt gut hoch. 75 km/h läuft. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Und klar, mit der Pistenraupe bzw. dem Pistenbully kommen wir hier auch sehr, sehr gut hoch. Den kann man dann für weitere Zwecke nutzen. Cool. Ja, Freunde, wenn ihr noch weitere Wünsche und Anmerkungen, Feedback, Kritik etc. habt, dann lasst es mich gerne wissen. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich lese sie mir auf jeden Fall durch. Und dann gucken wir mal, was wir hier Schönes demnächst mit unserer Bergrettung noch alles anstellen können. In diesem Sinne wünsche ich euch schon mal vorab einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns dann ja, im nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dahin, euer Benny.